Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part von Professor Layton vs. Phoenix Wright. Die Verteidigung möchte gerne die Verhandlung fortführen und ich sage mal, wir gehen seinem Wunsch nach. Was? Die Verteidigung bleibt der Auffassung, dass Sophie, der Narrateur, nicht schuldig ist. Na schön, Herr Wright. Wenn dies Ihr Wunsch ist, dann habe ich ebenfalls eine Bitte. Euer Ehren. Bitte fahren Sie fort, Staatsanwalt Blind. Die Staatsanwaltschaft ruft ihren zweiten Zeugen auf. Hä? Hey, Moment mal! Und was ist mit mir? Komm schon, Leute! Vergesst euren Kumpel Jimmy nicht! Diesmal gibt es auch die ganze Wahrheit! Versprochen! Ich will doch ein bisschen mehr Sendezeit! Ich schlage vor, Sie verlassen nun den Zeugenstand und schauen sich weiter Ihre Krimiserien im Fernsehen an. Ja. Jawohl, Herr Staatsanwalt! Und komm nie mehr wieder. Ich schätze, alle anwesenden Experten können eine kurze Pause vertragen. Das Gericht wird die Verhandlung nach einer 15-minütigen Pause weiterführen. Herr Blind, bereiten Sie Ihren Zeugen vor. Sie haben eine tolle Pause. Haha, sind alle einverstanden? Ja, Euer Ehren. Die Verteidigung hat keine Einwände. Sieht so aus, als würde Blind so langsam ernst machen. Und das bedeutet, dass es jetzt erst richtig losgeht. Na, jetzt kommt eh eine Fortsetzung folgt. Manno! Ihr seid doch doof. Ja, ich speichere mal kurz. So, erledigt. Puh, bin ich froh, das hinter mir zu haben. Dieser Zeuge war ein ziemlich schräger Vogel. Ich wette, er würde gerne in einem Krimi mitspielen. Allerdings macht er wohl aus allem schlechte Comedy. Ja, aus schlechte Comedy. Ich hätte es nicht ertragen können, wenn die arme Sophie wegen seiner schmierigen Aussage verurteilt worden wäre. Aber immerhin sind unsere Chancen gestiegen, dass Sophies Urteil nicht schuldig lauten wird. Ja, ich hoffe mal, dass das Sophie ein wenig aufheitert. Oh oh. Da war ja noch was. Huch! Ich hatte Gloria schon fast vergessen. Sie liest einfach so meine Zeitung. Vielleicht kommt es mir ja nur so vor, aber sie sieht jetzt nicht gerade glücklich aus. Oh, Sie sind es. Ich weiß Ihren Einsatz zu schätzen, Herr Wright. Vielen Dank. Ich verstehe Ihre Motivation, diesen Fall gewinnen zu wollen. Meine Motivation? Aber dies ist nicht der passende Zeitpunkt für Ihren Ehrgeiz. Aber ich... Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt. Sophie plädiert auf schuldig und Sie akzeptieren gefälligst die Forderung der Staatsanwaltschaft. Ja, nur die steht sowieso neben sich. Dieser Zwischenfall. Unsere Schule und die Polizei haben sich bereits geeinigt. Aber, Frau Gloria, Sophie könnte doch unschuldig sein. Glauben Sie mir, es ist für Sophie das Beste, wenn die Verhandlung so schnell wie möglich zu Ende geht.
Je länger sich dieses Verfahren hinzieht, desto traumatischer wird das Erlebnis für die arme Sophie sein. Es tut mir leid. Gloria behauptet ja, dass Sophie schuldig ist. Aber ist sie das wirklich? Sie müssen verstehen, worum es hier geht, Herr Wright. Wir wollen nicht, dass unsere Schule wegen eines solchen Vorfalls plötzlich im Rampenlicht steht. Also unterlassen Sie bitte Ihre kleinkarierten, besserwisserischen Spielereien und lassen Sie dieses Spielzeug einfach Spielzeug sein. Bringen Sie diese Verhandlung schnell über die Bühne. Dies ist der ausdrückliche Wunsch Ihrer Mandantin, Herr Wright. Ich verstehe. Ich werde mein Bestes geben. Es freut mich sehr, dies zu hören. Auf geht's, Sophie. Ja, Frau Gloria. Was zum Henker geht hier vor sich? Wir haben uns also abgerackert, um Sophies Unschuld zu beweisen. Und nun soll alles umsonst gewesen sein? Warum schreist du mich an, Maya? Aber eigentlich hat Maya recht. Gloria verhält sich sehr seltsam. Da steht ihre Schülerin vor Gericht und sie steht bloß rum und liest andere Leute Zeitungen. Ja, was hat sie da eigentlich so brennend interessiert? In dieser Zeitung steht nichts über Sophie. Ob diese seltsame Frau sich wohl für sowas wie Cricket interessiert? Zeitung. Zur Gerichtsakte hinzugefügt. Mayas Zeitung. Auf der Titelseite geht es um Juwelendiebe in London. Die Pause ist fast schon vorbei. Wir sollten besser in den Gerichtssaal zurückgehen. Blind sah sehr zuversichtlich aus. Mal sehen, was es mit diesem neuen Zeugen auf sich hat. Ich bin Sophies Verteidiger. Ich werde an meinen Überzeugungen festhalten. Bäh. Verschleimung. I. Das Gericht kommt nun wieder zusammen. Herr Staatsanwalt, ist Ihr Zeuge bereit? Selbstredend, Euer Ehren. Gerichtsdiener, bitte geleiten Sie sie herein. Was zur Hölle? Frau Zeugin, bitte nennen Sie Ihren Namen und Beruf. Ich bin Olivia Albente. Oh mein Gott. Wie soll ich denn den Akzent hinkriegen? Ich bin der Olivia Aldente. Oh yeah! Die Brise aus Mittelmeer weht pikante Duft köstlicher Meeresfrüchte herüber. Wow. Wow. Ja, sie hat ein mächtiges Hackebeil bei sich. Vor Gericht. Ja, keine weiteren Fragen. Auch in Britannien scheinen die Regeln nicht so ganz ernst genommen zu werden. Sizilianische Gerichte, das die Herzen der tapferen Seemänner tröstete. Okay. Sie küsst ihr Hackebeil. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe sehr viel Angst. Und, aus Sizilien, okay. Ich hatte schon Angst, sie würde aus Frankreich kommen. Gesegnete sei die sizilianische Küche und il nostro mare. Wow. Die macht mich irgendwie ganz baff hier. In Sizilien war ich noch nicht. Italien ja, aber Sizilien noch nicht. Also gut. Frau Aldente arbeitet als Köchin auf dem Frachter, auf dem das schändliche Verbrechen geschah. Eine Köchin? Oh, das ist aber eine interessante Tracht, die Sie da anhaben, Frau Aldente. Das ist meine Arbeitskleidung. Es wird nämlich sehr eis in meine Kukina. Dies sollte eine willkommene Abwechslung sein. Besonders nach diesem Schoko-Wachmann. Der ging mir auf den Keks. Geben Sie einfach zu, dass Sie pervers sind, Euer Ehren.
Na klasse, ein unparteiischer Richter. Hatten wir schon mal gehabt. Toll. Frau Aldente hat die Angeklagte im Frachtraum entdeckt, als sie ihre Vorräte aufstocken wollte. Sie hat Sophie entdeckt? Dann wäre sie ja... das Besatzungsmitglied, das Schoko Jimmy erwähnt hat. Das ist korrekt, Herr Wright. Frau Aldente hat den Eindringling als Erste entdeckt. Dann ist sie ja das arme Opfer. Sie mit einem Stahlrohr zu schlagen, wie unendlich grausam. Oh, hätte ich damals nur meine schöne Küchenmesser dabei gehabt, ey. What the fuck? Diese Ragazza hatte meine exzeptionale Schneidekünste zu spüren bekommen. Nick, schau mal, sie ist eine echte Expertin im Kartoffelschälen. Komm mir besser nicht zu nahe. Ich werde es mir merken. Frau Zeugin, wir werden Sie nun anhören. Erzählen Sie uns doch bitte, was im Frachtraum vorgefallen ist. Certamente, mit dem Vergnügen. Zeugenaussage. Als ich das Mädchen fand. Ich ging in den Frachtraum, um die Vorräte zu überprüfen. Es war kurz nach 10 Uhr à la sera. Dort fand ich diese Ragazza. Sie hat sich versteckt und sie hat eines von diesen Bizarro-Spielzeuge in der Hand gehabt. Sie wollte weglaufen, also habe ich versucht, sie aufzuhalten. Und dann hat sie sich die Stahlrohr geschnappt. Sie ist winzig, klein, aber sie hatte wie wild nach mir geschlagen. Ich wollte ausweichen. Aber sie hat mir auf den Kopf geschlagen. Ich war dann für einige Minuten außer Gefecht. So, so. Diesem Attest zufolge haben Sie eine Platzwunde am Kopf erlitten, oder? Certamente. Ich halte sie mit meiner Kochmütze bedeckt. Es sieht nicht schön aus. Und wenn ich ihr Grünzeuge schneide, dann tut es im Rhythmus der Schnitte weh. Schnipp, schnapp. Das klingt ja grauenvoll, Frau Aldente. Ich hätte vorsichtiger sein müssen, aber sie sah aus wie eine kleine Piccola-Lämmchen. Olivia ist ja wirklich viel größer als Sophie. Stimmt, Sophie ist ungefähr so groß wie du. Hey, ich mag ja klein sein, aber ich bin wohl proportioniert und darauf kommt es schließlich an. What the fuck? Euer Ehren, die Staatsanwaltschaft möchte nun etwas präsentieren. Das entscheidende Beweisstück, das die Schuld der Angeklagten beweist. Dies ist ein Foto, das eindeutig die Fingerabdrücke der Angeklagten auf dem Stahlrohr zeigt. Wie Sie alle sehen können, sind die Fingerabdrücke des Angreifers deutlich zu erkennen. Sie wurden bereits untersucht und sie sind zweifelsfrei die der Angeklagten. So, so, damit dürfte dieser Fall erledigt sein. Dies ist zweifellos ein entscheidendes Beweisstück. Was? Sind die Fingerabdrücke auf der Tatwaffe wirklich so fies? Herr Wright, wir haben keine anderen Fingerabdrücke gefunden. Nur damit ihr wissbegieriges Hirn mal kurz Ruhe gibt. Dieses Foto wird nun zu den Akten gelegt. Fingerabdruckfoto zur Rechtsakte hinzugefügt. Foto, Sophies Fingerabdrücke auf dem Stahlrohr. Berühre Details, um mehr zu sehen. Das würde ich ja gerne mal tun. Mein Gott, wir haben ja schon so viele Beweise. So, dann schauen wir doch mal. Wenn ich das Ding so halten würde,
Momentchen mal. Ich probiere gerade mal so ein Rohr zu halten irgendwie. Ja. Und irgendwas stimmt doch nicht. Wenn ich mir das so vorstelle, das zu halten, dann stimmt doch etwas nicht hier. Etwas stimmt hier definitiv nicht. Ich habe Sie doch gewarnt, Herr Wright. Alle weiteren Untersuchungen sind nichts als bloße Zeitverschwendung. Nick? Was jetzt? Dieser Beweis deutet leider eindeutig auf Sophie. Wir plädieren darauf, dass Sophie nicht schuldig ist. Und wenn sie unschuldig ist, dann lügt die Zeugin. Wir müssen sie lediglich überführen. Ich muss logisch denken und mich darauf konzentrieren, die Wahrheit herauszufinden. Die Verteidigung kann nun die Zeugin ins Kreuzverhör nehmen. Kreuzverhör. Und ich denke, ich habe auch schon einen Widerspruch gefunden. Habt ihr ihn auch gefunden? Ja, ihr könnt überlegen und im nächsten Part gibt's dann die Auflösung. Bis dann.